Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und heute an meiner Seite, wie immer, der gute alte Tomate. Hallo Tom. Ja, hallo Arti, wer hätte es gedacht, dass ich wieder hier bin? Wir schauen heute Folge 2 Von von Clashing Clashing Differences. Differences. Genau, und ich würde sagen, wir machen hier einfach los, oder? Ja, klar. Genau, Abflug. Scheiße. Jenna ist hier. Ich bin auf dem Klo. Das ist euer Ernst? Was soll ich denn machen? Ich hab's auch eben erst erfahren. Wann? Vor 5 Minuten? Wirklich? Ja, vielleicht auch vor 10 Minuten. Ich hab noch versucht, es hier auszureden, aber die war schon auf dem Weg. Komm mal bitte raus jetzt. Gleich. Ziehst du jetzt echt noch die Nummer mit dem Wasser ab? Ich weiß, dass du nicht auf dem Klo bist. Ich bin genauso sauer wie du. Niemand vom Verein hat mir Bescheid gesagt. Aber keine Sorge, ich finde eine Lösung. Was willst du machen? Willst du dir den Mund zutapen oder was? Ja, wenn es sein muss. Ich kann es mit dem Manifest jetzt vergessen. Sie hat jeden Versuch von mir boykottiert. Jeden. Dieses Mal nicht. Außerdem habe ich Sus damit beauftragt, den ganzen Tag zu filmen. Jenna wird sich zurückhalten. Da kennst du Jenna nicht. Okay, ich habe noch nicht verstanden, worum es geht, aber das soll vielleicht so. Ah, das ist jetzt, also diese Jenna ist die mit dem Ach, kaputten Knie das, da, genau. die da so ein bisschen rumgewettert Okay, hat. danke, danke. Das war das Problem. Ich habe nämlich die Namen vergessen von den ganzen Tanten schon wieder. Also ich weiß, dass die Ine Paul heißt, weil mir das so ein Gedächtnis war. Die anderen, das habe ich schon wieder vergessen. Jenna, okay, war die mit dem Knie? Ja, ja die asiatisch klingt, wird die Asiatin sein. Und dann haben wir noch die drei Schwarzen und ja. Ja, okay, da wird es dann schwierig, aus Gründen. Klack, klack, klack und klack, ja. klick, Wow! klack. Ipu Aku zum Beispiel ist ein bekannter Nachname, habe ich mir sagen lassen. Ja. Bezahlen Sie dich wenigstens ordentlich? Ja, ich glaube schon. Passt bestimmt. Komm, wie viel? Paula wollte mir noch Bescheid sagen. Paula und ich sind zusammen, also sie wird mich nicht abziehen. Oh. Interracial Beziehungen sind ein heikles Unterfangen. Ich meine, bei mir klappt es super gut, aber ich habe dich und Paula. Wir kommen schon klar. Du und Paula also. Ist ja interessant. Ich dachte, Flora und Paula, die waren ja die ganze Nacht hier. Letzte Nacht? Mhm. Hey, Flora. Na, hey. Wie geht's? Mua. Mua. Wir haben gerade über dich geredet. Über dich und Paula und über Sus und Paula. Ah, okay. So sag mal, hast du die Nachricht bekommen? Welche Nachricht? Wegen deinem gelben Hosenanzug, also meiner Kollektion, weißt du, den wollte ich doch morgen auf dem Panel. Tut mir leid, das muss bei meinem Assistenten untergegangen sein. Meinst du, du kannst ja noch bis Sus und ich wollten jetzt eigentlich anfangen mit meinem Interview. Okay, sorry. Okay. Ach, und übrigens, Jenna ist draußen. Ich weiß. Da steckt auch so viel toxische Weiblichkeit dahinter. Das ist dieses subtile Angekeifen die ganze Zeit. Ich ja, na klar, na klar. Richtig hart unangenehm. Ja, also, man muss sich mal dieselbe Situation unter Männern vorstellen. Gerade, war ja irgendwie schon in der Luft lag von wegen Fremdgehen oder so, weißt du? Mhm. Also, unter Männern wird das ganz, halt. Ja, ja, unter Männern wird das ganz anders ablaufen. Also, von wegen, was machst du mit meiner Frau? Also, verzieh dich oder so. Also, hier ist es halt mehr so unausgesprochen. Wobei, da wäre das Spiegelbild wäre ja so ein paar, ja, schwulen Paare irgendwie so. Ich weiß halt nicht, wie es bei denen läuft. Das, gut, wobei, bei denen ist es ja, naja. Ich wollte halt sagen, naja, schwule Pärchen sind ja dafür bekannt, dass sie oft auch so offene Beziehungen führen, ne? Also habe ich mir sagen lassen, dass viele schwule Paare, also ich kenne zum Beispiel einen Schwulen, ein cooler Typ, und der ist halt mit seinem Freund schon 5 Jahre zusammen, aber die führen halt eine offene Beziehung. Und so habe ich es gehört, das wäre eher der Normalfall bei Schwulen. Vielleicht erzähle ich jetzt. Ich muss jetzt den schlechten Witz bringen, aber da stecke ich nicht drin. Tut mir leid. Dü-dü-dü-dü. Okay, weiter. Du hast die Nachricht bekommen, Schmitz? Na klar, habe ich die Nachricht bekommen. Meinst du eine von diesen light-skinned Frauen, die ständig auf irgendwelchen Panels sitzen in meinen Klamotten? Schick die mir zurück, tag mich, erwähnt mich oder lädt mich irgendwo ein? Wegen Sisterhood.
Ja, sie, also ich finde sie schon irgendwie wunderbar gezeichnet. Also das ist halt wirklich so dieses letztlich, ich würde sagen, dieses Tarek Tesfu-Ding, dieser Rassismus von Schwarz aus. Also diese Light-Skin-Leute, also... Ja, der Schwärzeste im Raum gewinnt. Ja. Mir geht es darum, so dieses Pochen darauf, wie jemand aussieht. Also, dass so die ganze Zeit in den Vordergrund spielen. Also gerade mit unserer beider Sozialisation, wo das eben kein Thema war. Also, sorry, ich habe mich so... Ja, ja. Es war auch kein Thema, ja, letztlich dadurch, dass es so wenig vertreten war. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Schulklasse einen Schwarzen und das wurde halt gar nicht zum Thema gemacht. Das war halt so. Also, und eben dadurch, dass, dass solche Demografien zunehmen, wird es dann halt auch irgendwo zum Thema, weil dann dadurch auch Probleme erwachsen. Also, dass die sich halt. Ja, gerade bei Muslimen sieht man das zum Beispiel, dass dann die anderen Kinder vielleicht auch auf die muslimischen Gebräuche Rücksicht nehmen müssen und so. Und dann wird das dadurch auch zum Thema, diese Andersartigkeit. Ja, auch gerade, weil halt in der Schule, das Ding ist vielleicht ein bisschen blöd, aber die geistige Reife der Kinder und Jugendlichen ist halt nicht hoch, zwangsläufig. Und dann geht es halt auf die offensichtlichen Unterschiede. Und die offensichtlichen Unterschiede sind Hautfarbe, Glauben oder das, was man dafür hält. Ja. Und dann grenzt man sich halt zu den Kartoffeln ab oder die Muslime grenzen sich von den Schwarzen ab, je nachdem. Ja, aber du meintest, nee, ich wollte ja sagen, dass das früher eben kein Problem war, also obwohl wir... Ja, ja, klar, das ist das Problem der Beimischung. Also wenn da so einer ist von 30, ja, dann ist das okay. Ne? Die Dosis macht's, ja. Wenn du jetzt aber jeweils ein Drittel hast, natürlich tut man sich dann zu Grüppchen zusammenschließen. Dann ist ja der Druck, dieser eine Schwarze halt in Anführungsstrichen gefühlt hat, sich da einzugliedern, der ist ja nicht mehr. Man kann ja unter sich bleiben, ganz normal. Richtig. Wenn ich noch was anmerken kann, ich habe den Typen da, den ich da aus der Grundschule kenne, den habe ich Jahre später mal in der Disco wieder getroffen. Alter, was der dir für schwarzen Witze erzählt, das ist absurd. Also, bestens integriert. Das war ziemlich krass. Ja, also wow. Werdet nicht glauben, wo ich bin. In fucking Brandenburg! Ja, die lieben White Ladies von dem Verein House of Women X haben uns hier in ihre bescheidene Vereinshütte eingeladen. Und morgen soll ich auf so einem lächerlichen Diversity-Panel sprechen. Eigentlich wollte ich gar nicht zu dem Panel hin, aber irgendjemand muss ja mal aufdecken, was dieses ganze Token-Gedöns, das überall besprochen wird, in Wirklichkeit ist. Und da komme ich ins Spiel. Da wird ganz schön was los sein auf dem Panel morgen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Oh, und da kommt ja auch schon Deutschlands neuer Talkshow-Star. Das wird lustig. So. Also hier geht die Satire für mich irgendwie vorbei. Das Ding ist ja bei Satire, die soll ja was abbilden, was es in der Realität gibt letztlich. Oder vielleicht überspitzen. Aber so diese Position, die diese Frau einnimmt, da fällt mir jetzt keine Instagram-Tante ein, die halt eben die auf solchen Panels mitmacht und das irgendwo kritisiert. Zum Beispiel hier dieses Token-Ding so und so. Also ist mir jetzt zumindest im großen Maßstab nicht bekannt. Und sie ist jetzt, weswegen dort, weil sie einen gebrochenen Fuß hat, ist sie jetzt eine Disabled Person, eine behinderte Person? Ja, war ich sogar gedanklich schon raus. Ist das jetzt ihre Daseinsberechtigung? Also, was soll das? Also, sie heißt ja auch Krawallnudel, also das deutet ja auch darauf hin, dass sie ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, wie man so sagt, da ein bisschen bei den Linken mal für Chaos sorgt. Also am ehesten würde mir da so ein Charakter wie Bijan Tasavvuli einfach sagen, ja. Von der Linken. Aber sonst? Aber das hieße ja, sie wäre dann schon längst weggecancelt. Also eben. Ja, Frau Tavassoli ist jetzt auch endgültig weg. Ne? Ach, hat er die Partei verlassen? Oder hat er bei dem Parteitag, verlassen? Wo er kandidiert hat, gesagt, ich trete aus, ja. Ah, okay, alles klar. Hey, du, ich muss mal mit dir reden. Solltest aufpassen, was du sagst. Meine Anwältin ist da drüben. Und zwar möchte ich mit dem anderen Manifest schreiben und das morgen bei dem Panel präsentieren. Du und deine Manifeste, ey. Ja. Denk einfach, was du willst. Stör uns bitte nicht bei dem Prozess. Willst du mir jetzt vorschreiben, wie ich mich zu verhalten habe, oder was soll das? Als ob du da jemals auf mich gehört hättest. Ach, ich bin das Problemkind, richtig? Ist nicht so, als ob du unseren Verein einfach im Stich gelassen hättest. Ich habe mir für den Verein Tag und Nacht den Arsch aufgerissen. Ja, ja, deine Ego-Show. Du warst ganz alleine, Jean-Dac. Okay. Hier, Dankeskarte. Danke, halt dich einfach zurück, okay? Dieses Manifest, das wird es garantiert nicht geben. Das kann ich euch versprechen. Verleumdungsklage. Das soll er mal versuchen. Ja, ich rufe sie zurück, ja? Ich habe Champagner dabei. Ach so, Champagner. Ach, Herkunft ist doch nicht so wichtig, oder? Mir schon.
Ja, gleich. Sollen wir den weitermachen? Ihr Lieben, lasst uns doch erstmal. Eine blöde Frage habe ich jetzt noch. Wo sind denn diese zwei oder drei Leute aus der ersten Folge hin? Ja, also die weißen alten Frauen. Genau, die das hier irgendwie leiten oder so. Das muss noch irgendwie kommen. Also die würde ich gern sehen, auch weil die eine Schauspielerin, weil ich die kannte. Das war die Mutter aus der Serie Türkisch für Anfänger. Viele von euch werden die vielleicht gesehen haben in jüngeren Jahren. Also als sie jünger war. Nein. Ja, die war eigentlich damals eine gute Serie. Also klar, es war auch damals schon eher so Richtung, naja, es, ach, ich weiß nicht, ich tue mich da jetzt schwer. Also das war halt auch so eine Serie, da ging es um Multikulti und alle haben sich lieb. Aber irgendwie hat das auch auf interessante Weise, fand ich, die Serie damals Probleme angesprochen. So zum Beispiel dieses Macho-Ding, was halt viele Türken machen. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, pardon. Anstoßen auf dieses wundervolle Event, das uns heute zusammengebracht hat. Die Internationale Frauenkonferenz. Ja, meine tolle, kluge, beste Freundin Flora hatte zu diesem Anlass die Idee, dass wir zusammen ein Manifest verfassen. Genau. Und ich habe schon mal angefangen und ihr könnt dann eure Themen hinzufügen. Wir würden vorschlagen, dass wir unsere Perspektiven zusammenführen, also einen intersektionalen Feminismus repräsentieren. Was halte ich davon? Gar nichts. Naja, anhören kann man sich's ja mal. Ja, lass doch mal hören, Flora. Wir Frauen sprechen uns für die... dass ich gleich unterbreche, aber es ist ziemlich binär. Ich habe mit Flinter gute Erfahrungen gemacht. Flinter kommt von weißen Feministinnen. Nichts da. Sorry. Ich verstehe sowieso nicht, warum ihr voll damit einverstanden seid für Omi. Ich muss vielleicht für die Zuschauer aufklären, die wissen gar nicht vielleicht, was Flinter ist. Das ist ja Frau, ja. Lesbisch, Inter, non-binär, trans und A ist, glaube ich, ach, A-Gender. Irgendwie ist, also alle, die nicht Männer sind letztlich. Ja. Alle Buchstaben im Alphabet, die nicht Männer sind. Also die Flintenweiber. Gut. Nicht M, genau. Für Ome jetzt noch ein Manifest zu schreiben. Also die Panelgage ist doch schon ein Witz. Ja, aber die Freiheit, die liegt ja darin, dass wir die Bühne für uns nutzen können. Gemeinsam. Light skin girl talking. Wie lange willst du eigentlich noch die Vorzeige Schwarze aus irgendwelchen Talkshows spielen, ha? Millionen Menschen schauen dazu und wir brauchen so eine Plattform. Ist doch völliger Bullshit, die hören uns nicht mal zu. Ich suche wenigstens einen Dialog. Was denn für ein Dialog? Der, in dem du ständig unterbrochen bist und dir gesagt wird, dass es in Deutschland keinen Rassismus gibt? Das ist Bullshit, Jenna, hab ich verstanden. Holy Black Jesus, pinkelt die gerade im Stehen? Day, nicht sie. Noch eine Day. Einfach ignorieren, bitte. Wie machst du das? Kommt, ist der Transmann oder was ist hier los? Kommt her, ja. Ich zeig's euch. Was ist los? Bist du zu fein dafür? Nee. Du? Nee. Mein Verband darf halt nicht nass werden. Ja, wie immer. Große Klappe, aber nichts dahinter. Flora? Oh, jetzt geht's los. Na, so in einem Stehenpinkel-Workshop wäre doch was für die Konferenz. Kommst du, Mona? Mein Telefon. Lisa? Ja. Okay, hallo? Ich hol mal noch mehr Champagner. Ich meine Cremant. Was mach ich denn hier? Also, ich muss die Finger so halten. Ja. Und dann einmal loslassen. Oh. Ah! Gott, oh Gott. Arti, du bist vielleicht gewinnt. Klassiker. Nee, bin ich nicht. Es war einfach nur so, Gottes Willen. Ach so, dass die hier im Stehen pinkeln. Ja, dass jetzt die feministische Revolution ist. Ja, genau. Mit diesen Pappteilen wahrscheinlich, ne? Die, kennst du die? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber ja, wo man dann ein Pissoir benutzen kann und ach, ja. Ja, genau, das ist so eine Art, naja, Pappdreieck oder so und das hat da unten eine Öffnung, bisschen wie wo man eine Eiswaffel reinsteckt. So kann man sich das vorstellen. Dann hält man sich das unten, ja, naja. Probleme in einem modernen Industrieland. Ich hab nur vergessen, dass du immer verheiratet bist. Was? Nein, vergiss es. Das kann er sich abschminken. Kate wird nicht zu ihm ziehen. Du sollst nicht in den Garten pinkeln. Wieso muss sie denn jetzt in den Garten pinkeln? Das ist so unprofessionell. Ja, dann soll er mir doch drohen. Ich hab nichts zu verheimlichen. Was machst du hier? Reg dich jetzt bitte nicht auf, Simon, ja? Flinter. Ja, hätte ich auch gleich wissen können. Flinter. Weißer Feminismus. Hallo.
Sieh doch. Du stehst nicht auf der Gästeliste. Ja, ich bin für die Moderation eingesprungen. Ich wollte dich ja anrufen und dir Bescheid geben, aber ich habe ja keine Nummer von dir. Ach. Manifest. Wir schreiben das Manifest. Das kann ja nicht einfach mal die Leute zusammenreißen. Du rauchst? Kannst du es bitte wieder fahren? Ich bekomme dich ja sonst nie zu sehen. Ja, das hast du ja damals so entschieden. Ach, ich bin vorbereitet. Ich hab Skills. Das sektional total. Ja. Also wir halten mal fest, alle diese Leute hier sind ja irgendwie polygam unterwegs und absolut glücklich. Das ist wirklich erstrebenswert. Ja. Ich hader die ganze Zeit so ein bisschen mit mir. Sagst du dazu was? Das Problem ist halt, ich weiß noch nicht ganz, worauf es hinausläuft am Ende. Irgendwie ist mir jetzt nicht so ganz die Message klar. Ich bin ein bisschen mit mir im Zwiespalt. Ich hatte das letzte Folge schon angemerkt. Auf der einen Seite schießt so nach links, klar, auf der anderen Seite machen sie es ja letztlich auch irgendwie populär oder bringen es in Mainstream rein durch so eine Serie. Ja, es ist dieses nach rechts blinken und nach links fahren. Richtig, wahrscheinlich dieses Ding genauso, das CDU-Ding letztlich, ja. Du gehst! Du willst Anwältin für Frauen mit Gewalterfahrung sein? Oh. Hanna! Hallo! Hey! Was machst du denn hier? Ja, man sagte mir, ich solle kurz vorbeikommen und die Gästin begrüßen. Schön, hallo. Ja. Echt toll, dass du schon da bist. Mhm. Ja, oder Simon? Ja, super. Mehr Content? Hey Leute, was geht? Ich werde heute gefilmt, aber ich will euch erstmal jemanden vorstellen. Das hier ist Sus. Kann richtig gut weit pinkeln. Keine Pronomen, einfach eine geile Socke. Und das hier ist unsere bescheidene Hütte. Da komm auch. Du, ne? Was ist? Kannst du bitte mal woanders filmen? Sag mal, das ist doch... Die verfolgt mich. Ihr Lieben, das ist Hanna Liebknecht. Ihr werdet sie ja alle kennen. Nö. Eine Vorreiterin des feministischen Kampfes und ist schon lange Unterstützerin unseres Vereins. Ja, wir haben ihr sehr viel zu verdanken. Danke, Paula. Also, ich bin nur eine von vielen und wir sind ja auch lange noch nicht fertig. Eben, eben. Und heute rettest du uns mal wieder. Du springst bei der Moderation ein. Moderation. Ich habe euch eine Videobotschaft mitgebracht. Man kann sie nicht ernst nehmen, sie ist eine alte weiße Frau. Ja. Das schwingt das hier irgendwie sagen so mit, gerade alle, die so ja, die Augen auf sie werfen. Ja, ja, ja. Ja. Bitte. Ah, noch eine Überraschung, das ist ja super. Sie ist nicht divers genug. Einfach Play drücken? Ja, ja. Ist das okay? Vielleicht ist sie ja noch Jüdin oder so, dann ist wieder alles gut. Dann hat sie genug Opferpunkte. So spricht man das. Hallöchen, Mädels. Mädels, sind wir jetzt hier bei Heidi Klum oder was? Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir in diesem Jahr endlich die Möglichkeit haben, unseren Panel zur internationalen Frauenkonferenz diverser zu besetzen. Und damit eine Chance für andere Stimmen bieten zu können. Was ist denn für eine Chance? Bin ich ein Charity-Case oder was? Ja, ist wirklich ungünstig ausgedrückt, ja. Sorry. Paula hat uns sehr von ihrer Manifestidee überzeugt. Wir haben entschieden, sie mit aufs Panel zu setzen. Das ist übrigens die Mutter aus Türkisch für Anfänger. Ah ja. Okay. Mhm. Tolle Schauspielung. Herzlichen Glückwunsch, Paula. Siehst du, Paula, so schnell kann's gehen. Ja, ist ja eigentlich Floras Idee mit dem Manifest. Genießt das Essen, so. Das Ambiente. Ja, vielleicht das sollten wir... Frauenpower. Diversity ist kein Trend. Wow. So, ich bin raus. Ich wusste nicht, dass das kommt. Sus, ich bin auf jeden Fall jetzt richtig bereit für das Interview. Flora, wollen wir nicht erstmal ein bisschen runterkommen? Nee, will ich nicht. Ich kann ich ganz kurz reden? Sus, ich rede mit Flora und kümmert dich um die anderen, ja. Mhm. Na? Alles klar. Wer will zu Jens ziehen? Zu dem Vollhaus oder was? Hat der Kay mit einer Playsee bestochen? Jetzt mal ganz ehrlich, ja? Darf ich nicht auch mal strugglen? Dann war ich noch eine erfolgreiche Mutter mit einem Mann und geteilter Erziehungsarbeit. Und heute bin ich alleinerziehend und werde gleich als Rabenmutter tituliert, weil ich nicht alles auf die Reihe kriege. Ich meine, hallo, soll ich meine Kanzlei verkaufen? So ein Mutterverdienstkreuz, das solltest du kriegen. Ach so, ja genau. Und dann kommt diese Frau an, ja? Und sagt in so einem mütterlichen Tonfall, ach, du rauchst, Simon? Ja gut, das ist jetzt so der klassische Kritikpunkt immer mit diesen hier Karriere und Familie unter einen Hut kriegen. Da würde ich sogar mitgehen. Es ist halt nicht einfach. Ne? Ja. Ich frage mich jetzt, ob das noch so
so richtig zum Thema der Serie gehört, dieser Dialog gerade. So ein Nebenstrang, würde ich sagen. Ja, für mich fühlt sich das ein bisschen mehr wie ein Nebenstrang an. Also wenn es jetzt nicht wirklich knallhart mit dem Thema Feminismus verknüpft wird und dass das, was viele ja kritisieren am Feminismus, ist es, dass es nicht unbedingt die Rolle der Mutter so wertschätzt, weißt du? Das würde ich mir wünschen. Wenn das hier noch eingebracht wäre, dann fände ich es okay. Ansonsten frage ich mich ein bisschen, was das jetzt hier soll, dieser Nebenstrang. Also ich bin ein bisschen verwundert tatsächlich. Ja, und trink nicht so viel, Simon. Zu spät, Mutter, zu spät. Weißt du was, fuck her, wirklich. Wenn ich fuck her sage, oh, ja? Oh, sorry, nein, also du kannst das über deine Mutter. Ich sag, also an fuck her. Du, weißt du, ich glaube, die ist einfach mega verunsichert. Ich meine, irgendwo muss sie doch bereuen, dass sie dich damals einfach so allein gelassen hat. Sucht ja ständig deine Nähe und so. Du weißt schon, wer das Mutterverdienstkreuz erfunden hat? Nein? Jenna. Also überleg mal. Wer hat denn den Tag der Arbeit eingeführt? Wenn du das nächste Video veröffentlichst, hast du wieder eine Klage am Hals. Ist mir doch egal. Aber du bist mir nicht egal. Klär das endlich mit ihr. Gut. Ja, was? Deiner Bedingung. Lass mal auf, so viel Cremant zu sippen, was soll denn das? Das mit den Kippen kannst du auch mal lassen. Jetzt übertreib mal nicht, ja? Hm. Wieder Friede, Freude, Eierkuchen hier, oder was? Das würde Cliffhanger sein, jawohl. Also wir fassen zusammen, die Probleme haben sich zugespitzt. Die Serie besteht ja aus 5 Folgen. Man wird jetzt hoffentlich in der 3. Folge der Höhepunkt kommen, dass das hier alles mal ein bisschen mehr eskaliert. Ja. In dem Zimmer sind jetzt so ein paar Baumwollpflücker-Bilder aus den Südstaaten oder was? Ja, genau. Was erwartet einen da jetzt hier? Irgendwelche bösen NS-Devotionalien oder irgendwelche Schädelvermessungsgeschichten. Wir sind ja in Hinterbrandenburg, sind wir, ja. Genau, richtig. Ich meine, da gehört das ja zum guten Ton, da hängt das in jedem Wohnzimmer so. Also. Das war mal eine Burschenschaft, das Anwesen. Ja, ja, na klar, genau. Warte, da ist jetzt dieser Gästebucheintrag hier von dem. Oh, vom Halemba, ja. Halemba, ja, genau. Der ist oh, dort jetzt. Oh Gott, wirklich, eine Blinse, oh nee. Oh nee, erinnere mich nicht dran. Also, nee, nicht schön. Also, ja, einfach doof. Aber gefühlt ist jetzt nicht wirklich was passiert in der Folge, ehrlich gesagt. Nee, also wir haben auch, muss ich sagen, wir sind ja jetzt schon recht schnell durch gewesen. Wir haben auch gar nicht so viel gesagt, weil irgendwie war das jetzt so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Also der Pfiff, die Würze hat jetzt so ein bisschen gefehlt irgendwie. Vielleicht ergibt Sinn tatsächlich zu sagen, wir tun das jetzt mal so analysieren, als würden die das ernst meinen. Dass wir sagen, eure Satire-Ausflucht, das interessiert uns im Scheiß. Wir gehen jetzt davon aus, ihr meint das ernst, weißt du? Macht halt aber nicht Sinn, finde ich, weil die Serie es ja offensichtlich macht, dass die selber sich drüber lustig machen. Also ich würde mich da jetzt verstellen müssen, um das zu bringen, muss ich sagen. Also mich würde das auch als Zuschauer wahrscheinlich stören, weil es halt dann unauthentisch wirkt. Ja. Ist das jetzt so der neue Kniff vom ÖRR, dass sie sagen, ha, wir halten es so ein bisschen im Schatten, wo wir eigentlich hinwollen und dann könnt ihr uns gar nichts? Vielleicht, also ja, ich habe wirklich das Gefühl, die wollen jetzt verstärkt so ein bisschen in unsere Richtung tendieren. Also ich hatte letztens schon mal diesen Polizeiruf angesprochen und dann kennt ihr vielleicht auch den Kanal Borsa Ballett, wo die haben jetzt auch eine eigene Serie bekommen und tatsächlich, das wisst ihr nicht, wir haben von denen auch mal eine Folge uns zusammengeschaut, angeschaut, der Arti und ich. Und ja, wir sind da auch zum Schluss gekommen. Also wir fanden die Folge auch ziemlich gut. Das war nicht die AfD-Folge, da ging es um, um Reichsbürger, die einen Terroranschlag planen. Und das war halt so, ja, Comedy von rechts, von konservativ irgendwo. Ja, man hat schon irgendwie den Eindruck beim ZDF, wie gesagt, die merken tatsächlich verstärkt, dass das Pendel umschwingt in der Gesellschaft und dass sie auch uns, diesem Viertel der Wähler, die bereit sind, AfD zu wählen, ein Stück weit entgegenkommen müssen, um die nicht ganz zu verlieren.
Und halt eben auf so einem, ja, schlussendlich Nebenkriegsschauplatz. Ne? Also. Genau, man kommt denen entgegen. Am Gendern wird der Krieg jetzt nicht gewonnen. Ganz einfach. Man kommt denen so letztlich auslinkend entgegen, wie der Schlomo immer sagt. Also, du machst zwar vielleicht ein paar konservative Punkte off, aber am Ende des Tages landest du dann doch wieder bei der linken Position, dass du so zum Beispiel sagst, ja, jetzt hier zum Beispiel dieses Feminismus-Ding, was jetzt hier so die ganze Zeit angesprochen wird und Vogue und Gendern, dass man sagt, ja, das ist schon ein bisschen krass, aber Gleichberechtigung ist ja schon wichtig, ne? Am Ende des Tages, weißt du? Beziehungsweise diese, ja, hier, pass auf, ihr seht, das ist einfach ein bisschen zu heftig. Also da holen wir jetzt niemanden mehr ab, wenn wir so über die Stränge schießen. Lasst uns einfach ein bisschen auf die Bremse drücken, ja? Genau. Und dann ja, kommen wir trotzdem zum Ziel. Ja, ja genau. Genau. Ja. Ja, aber langsam. Also dieses typische CDU-Ding. Ja, wir machen das, finden wir alles toll mit Trans und so, aber langsam. Ganz genau, weil wenn wir jetzt über die Stränge schießen, dann schwingt das Pendel vollends um. Und das wollen wir ja auch nicht. Ne? Ja, genau. Okay, darauf können wir eigentlich mal achten, die nächste Zeit, auf dieses Auslinken schlussendlich. Gerne. Ja, an der Stelle würde ich sagen, mir hat es wieder Spaß gemacht. Ja. Danke nochmal für die Empfehlung an Light Yagami 1214 oder so hieß der, glaube ich. 1210 war es, glaube ich. Das ist wahrscheinlich irgendein böser Code. Ja. Bitte schreib uns nicht in deinem Buch. Wobei, wir haben ja hier Codenamen, also wir sind fein raus. Achso, Und ja, ich hoffe, du hast recht mit deiner Vorhersage, dass nächste Folge dann das Finale kommt oder sich zumindest anbahnt. Oh. Hoffen wir es, genau. Macht's gut, Leute. In dem Sinne, bis dahin. Ciao.